Hallo und Servus, willkommen hier in Valdebar in den französischen Alpen und zwar oben im alpinen Gebiet. Und ja, wir schauen mal, was wir so als nächstes erwischen. Wir haben ja jetzt einige Alpenschneehühner in der letzten Folge erlegt. Und ja, wir schauen mal, was nun als nächstes kommt. Vielleicht ist es dieser Alpensteinbock. Er hört sich auf jeden Fall nicht verkehrt an. Die Spur ist auch nicht so alt. Probieren wir mal. Vielleicht laufen uns aber auch schon die nächsten Hühner dann über den Weg. Wie hat Rudi Carrell immer gesagt, lass dich überraschen. Und das werden wir auch tun. Wir lassen uns überraschen. Was wird das nächste sein? Auf jeden Fall Alpen, Schneehuhn. Jetzt doch einige erwischt, also lässt sich doch auf jeden Fall in der Statistik schon wieder besser anschauen, wenn man da doch ein paar Abschüsse mehr als nur ein einziges hat. Bei mir, gut, waren es ja dann zwischenzeitlich auch schon zwei geworden, aber jetzt, ja, nähern wir uns da langsam schon den ersten 10 Abschüssen. Aber der Alpensteinbock, ja, der hat vielleicht die Schüsse dann auch gehört. Der ist wohl abgedreht. Den finden wir hier nicht in der voraus angezeigten Sichel. Da wir auch von dort hinten kamen, habe ich mir das schon fast gedacht. Ich werde da hinten in die Richtung einfach noch ein bisschen weiterlaufen. Vielleicht finde ich ja doch noch die Spur, wo er hingerannt ist. Oder wir finden was anderes. Ja, hier oben in den Alpen natürlich trotzdem noch schwer. Wir haben jetzt zwei Tierarten, die hier rumlaufen. Ist also von dem her zumindest schon mal ein bisschen abwechslungsreicher geworden. War das die Spur, die ich hatte? So wie die da am Stein versteckt ist, könnte das natürlich auch durchaus sein, dass es eine andere ist. Aber halt, ja, trotz dass es zwei Tiere sind, die Alpenschneehühner, die sind natürlich auch so klein. Ich glaube, das war dieselbe Spur. Dass wir da halt auch sagen müssen, okay, das bringt jetzt vielleicht doch nicht die Mega-Abwechslung hier rein, die man sich vielleicht erhofft hätte. Halt doch auch, da flüchtend. Und schau mal, da fliegt was, ne? Fliegt aber nicht gerade in unsere Gegend. Boah, da haben wir schon wieder Alpenschneehuhn. Ja, schade, hätte ja auch in unsere Richtung fliegen können. Ach, hier vorne. Schau mal da. Der Arme. Oh, der hat aber mitten einen Haken geschlagen in der Luft. Da hinten ist er schon zu weit weg. Da kriegen wir natürlich auf jeden Fall nicht mehr. So, natürlich mies. Auf 5,9 Meter. Oh, der Arme, der wäre vom Schrot zerfetzt gewesen. Da wäre nichts mehr übrig gewesen. 0,6 Kilo Puzzleteile. Oh, und den da hinten leider nicht erwischt. Aber ja, es bringt auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung rein. Erschwert vielleicht auch ein bisschen die Jagd auf die Alpensteinböcke. Weil wenn man hier so zwischendrin dann doch mal laut um sich herballert, können natürlich die Alpensteinböcke da schön ja, in Deckung gehen. Können in die Zonen rennen, an denen wir sie eh dann nicht mehr erwischen können. Frühzeitig abhauen. Aber naja, da ich Alpenschneehuhn, ich will immer Schneeschuh wegen den Schneeschuhhühnern. Da hat man sich das Schneeschuh schon so angewöhnt, dass man bei Schnee automatisch Schuh noch hinten dranhängen will. Hab was flattern gehört. Ich hab was flattern gehört. Arme auch. Nochmal eine Spur. Spuren sind ja definitiv nicht verkehrt.
Na, hier waren sie, hier waren sie. Eine ist ja auch hier gelandet. Da will er mich nicht hochlassen. Komm, lass mich doch hier mal ganz hoch. Ja, geht doch, geht doch. Geht doch, denn von oben ist besser runter gucken. Also ich hatte was kurz flattern gehört, aber wahrscheinlich hatten sie mich schon gesehen und sind hier weggeflattert. Nee. Man hört Flügel schlagen. Man hört irgendwo Flügel schlagen. Ich kann es nur noch nicht lokalisieren, wo es ist. Ja, du liebes Alpenschneeschuh, schon wieder Schneeschuh. Du liebes Alpenschneehuhn. Mach doch mal warm, kalt, befinde ich mich irgendwo in der Nähe? Wo muss ich denn hinschauen? Gib mir doch mal ein bisschen Schützenhilfe. Könnte jetzt auch einfach die Waffe in die Hand nehmen, die Flinte könnte pfeifen und hoffen. Da ist was, da ist was. Hinterm Stein versteckt. Da läuft's hoch. Nicht erwischt, nicht erwischt. Und dann vermutlich auch noch zu weit weg. Man sieht also, das ist mit der Flinte gar nicht mal so einfach. Weil die Biester so klein sind, muss man da vielleicht doch einfach von der Meterzahl ein bisschen näher einfach rankommen. Sehen wir den da hinten noch irgendwo? Ja, da fliegt er gerade davon. Also den kriegen wir nicht mehr. Den haben wir wohl auch nicht getroffen. So, und fleißig Spuren sammeln, ganz, ganz klar. Ja, auch von den Alpensteinböcken natürlich. Auch da bin ich leveltechnisch noch gar nicht so weit. Also auch da tun Spuren immer wieder gut. Ja, es ist natürlich so, man ist nicht so oft hier in den Bergen. Man spielt vielleicht öfter mal auf der Map, aber meistens hält man sich dann doch eher im Tal auf. Zumindest geht es mir so und ich weiß von anderen, mit denen ich da teilweise während einer Multiplayer-Jagd schon drüber gesprochen habe, dass es denen ähnlich geht. Aber Wahnsinn, hier haben wir jede Menge Spuren. So, da haben wir das nächste 0,5 Kilo. Also 0,5, 0,6, das sind die Standardwerte, die die auf die Waage bringen. Mit Flinte schwierig, weil so klein, haben wir gesehen, aber es ist trotzdem nicht unmöglich. Wir haben welche schon jetzt mit der Flinte aus der Luft geholt. Aber es ist eben doch deutlich schwieriger, als wenn wir sie in der Ferne sehen. Wir können da mit der 22er einfach mal am Boden draufhauen. Und gerade weil es aus der Luft wohl so schwierig ist, hat man auch hier drauf verzichtet, was bei den anderen Vögeln der Fall ist. Wo es ja, wenn man sie aus der Luft ja, wo es, wenn man sie aus der Luft schießt, ein CSS gibt, schießt man sie am Boden. Hat also nur eine Ground-Wertung, da gibt es dann kein CSS. So, Spurensuche Level 2. Very nice. Hier ist es eben so, dass auch am Boden ein CSS gewährt wird. Und das lässt sich für mich nur so erklären, dass hier die Entwickler gesagt haben, okay, ist so schwer, die Dinger aus der Luft zu holen.
da müssen wir es auch erlauben. Oder da müssen wir es auch gutheißen. Oder honorieren. Honorieren ist, glaube ich, das passendste Wort, wenn die am Boden erlegt werden. So, schauen wir hier noch ein bisschen weiter. Ja, Alpensteinbock war hier auch einiges, aber solange wir hier natürlich auf die Hühner so laut ballern, wenn wir auf Alpensteinbock doch schlechte Chancen haben, es sei denn, wir finden einen wirklich weit, weit entfernt, der dementsprechend die Ballerei nicht mitbekommen hat. Mit der 7 mm sind weite Schüsse natürlich durchaus drin, also da haben wir schon eine gute Waffe mit, wo das möglich wäre. Und ja, ich werde hier auf jeden Fall noch versuchen, ein paar mehr dieser dieser Alpenschneehühner hier noch zu lokalisieren, vielleicht noch ein paar weitere zu erlegen. Weil ich finde, das macht gerade so richtig Spaß. Ist halt einfach auch jetzt die Abwechslung, die hat man noch nicht so oft. Und ja, da will man doch dann, da juckt es ein bisschen im Finger, da dann doch noch ein bisschen hinterher zu gehen. Da sitzt das nächste. Irgendwo was weggeflattert, aber ich habe nicht gesehen, wo. Es nur hören können. Schade. Aber da haben wir das nächste am Boden geschossen, aber ja. Was soll's? Wenn wir hier die Pfanne mit füllen wollen, dann müssen wir die halt auch am Boden schießen, weil die so klein sind, dass wir mit den reinen Luftschüssen die Pfanne gar nicht voll bekommen. Wäre das höchstens für abends statt Chips vorm Fernsehen ein bisschen knapper Spaß, mehr auch nicht. 0,5 Kilo wieder, also hier merken wir wirklich, das sind die Standardwerte. Wenn wir also mal eins mit 0,7, 0,8 Kilo erwischen sollten, dann wissen wir, da müssen wir ein Foto von machen. Das ist dann schon ein besseres Exemplar. Gibt es bestimmt auch. Könnte mir also sehr gut vorstellen, dass die hier gewichtsmäßig dann auch wirklich in Richtung 1 Kilo auch mal hochgehen, aber da eben seltener sind diese Bären. Denn irgendwo muss ja auch der Reiz sein, da was Schwereres mal ja mal schießen zu können. Müsste man jetzt natürlich dann in der Top-Liste auch mal schauen, die besten, die bisher geschossen wurden, wie viel Kilo bringen die auf die Waage, wie viel höher ist der Score da genau, und dann könnte man dementsprechend das dann natürlich eher einschätzen. Nächste Spur. Alpensteinbock. Schauen wir mal hier runter. Hier so Hang runter finde ich immer gut. Da bestehen immer die Chancen, dann sowas auch mal auf weitere Entfernung zu sehen. Egal ob nun das Schneehuhn oder ein Alpensteinbock. Nur haben wir hier das Pech, dass wir hier jetzt leider gar nichts sehen. Ja, und dann haben wir zwei Folgen hier schon in den Alpen gehabt. Muss ich mir mal überlegen, ob ich jetzt noch die letzte, die Sonntagsfolge auch noch hier oben in den Alpen erleben werde oder ob ich da vielleicht dann doch wieder ins Tal gehe und wir schauen da vielleicht aber noch einen schönen Hirsch oder ein schönes Reh finden. Mal sehen, vielleicht auch einen schönen Fuchs. Können wir ja auch schießen. Müssten wir uns nur Rehposten dann dementsprechend in die Flinte reinsetzen, aber dann wäre auch ein Fuchs denkbar. Ja, werde ich mir überlegen. Ich werde hier einfach noch ein bisschen offscreen weiter umherstreifen und überleg mir das dabei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder auf der Map. Aber welche Position?
Das bleibt abzuwarten. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.